Hallo, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem neuen Review. Wie unschwer zu erkennen, geht es mal wieder heute um ein neues Produkt von Gardena, und zwar um einen Bewässerungscomputer, genauer gesagt den Select. Passend zur Saison also mal wieder ein kleines Gadget für die automatische Bewässerung. Doch wollen wir einmal schauen, was wir von diesem kleinen Teil hier überhaupt alles erwarten dürfen. Und genau deswegen würde ich sagen, starten wir gleich durch. Falls noch nicht geschehen, dann auf jeden Fall diesen Kanal jetzt noch schnell abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Die aktuellsten Preise von diesem Gerät findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für dein Zutun und damit los geht's nach dem Intro. Ja, mal wieder ein neuer Bewässerungscomputer von Gardena, und zwar in diesem Fall der erste für mich dieses Jahr, der Gardena Select. Vor uns also nun auf jeden Fall ein ziemlich kleiner und kompakter Bewässerungscomputer, wie man hier schon sehen kann, und das auf jeden Fall auch für relativ wenig Geld. Ich glaube, auf Amazon kostet das Gerät hier ca. 40 Euro. Den aktuellsten Preis werde ich dir aber noch einmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf jeden Fall relativ günstig im Vergleich zu anderen von Gardena, wie zum Beispiel hier dem Multicontrol Duo, ebenfalls schon einmal vorgestellt. Den Link dazu findest du hier oben rechts auf der Infokarte. Dieser hier, denke ich, kostet auf jeden Fall mindestens das Doppelte. Deswegen bin ich einmal gespannt, was wir hier von dieser günstigen Alternative überhaupt erwarten dürfen. Angefangen bei der Verpackung. Hier gibt es auf jeden Fall genauso viele Infos wie auch bei den anderen Bewässerungscomputern. Sprich, wir haben hier vorne natürlich die ganzen Spezifikationen, dann hier auf der linken Seite weitere Features, wie zum Beispiel hier den Bodenfeuchtesensor, aber auch auf der Rückseite dann hier noch weitere Computer. Auf jeden Fall ziemlich interessant, aber dies werden wir danach auch noch einmal alles im Detail sehen. Deswegen los geht's nun mit dem eigentlichen Bewässerungscomputer. Aus dem Karton also nun den eigentlichen Bewässerungscomputer, und zwar den Gardena Select. Passend dazu eine Bedienungsanleitung und ebenfalls dabei hier direkt ein Anschluss für den Wasserhahn. Beziehungsweise, und das darf auch nicht fehlen, ein Adapter von 3/4 auf 1 Zoll. Das war's, mehr ist nicht im Karton, beziehungsweise mehr benötigen wir auch gar nicht. Obwohl, für den Betrieb ist hier auf jeden Fall noch eine 9 Volt Block Batterie nötig. In diesem Fall also eine ganz normale 9 Volt Block Batterie, diese liegt aber nicht dem Lieferumfang bei. Würde ich vorschlagen, starten wir zuerst einmal bei der Außenhaut des Bewässerungscomputers. Und zwar besteht dieser aus relativ robustem Kunststoff. Ich habe zwar ehrlich gesagt keine ABS-Einprägung oder dergleichen mehr gesehen, wie es hier zum Beispiel bei den Bewässerungscomputern vorher der Fall war. Aber trotzdem, die Teile sollten relativ robust sein, denn sie sind erstens UV-geschützt und zweitens natürlich auch gegen Regen. Und ihr seht, dieser Bewässerungscomputer ist natürlich auch im Gesamtpaket schön kompakt. Auf der Vorderseite finden wir dabei hier das schön große Bedienpanel. Ich würde sagen, hier komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Auf der Oberseite dann die Montage am Wasserhahn. Und wie gesagt, gibt es hier natürlich gleich einen passenden Adapter mit dazu. In diesem Fall standardgemäß hier die 1 Zoll Variante. Sollte euer Wasserhahn dann kleiner sein, gibt es hier den Adapter von 1 Zoll auf 3/4 Zoll. Direkt darunter, wie wir es auch schon von anderen Bewässerungscomputern kennen, hier direkt den Wasserfilter. Auch natürlich aus Metall. Bedeutet, auch diesen sollte man natürlich ab und zu mal checken, ob sich hier irgendwelche Schmutzpartikel abgelagert haben. Und dann auf der Unterseite hier der Schlauchanschluss in der typischen 1,5 Zoll Variante und natürlich mit Gummidichtung. Und damit ist der Bewässerungscomputer soweit vorbereitet und wir könnten ihn hier schon direkt am Wasserhahn montieren. Und wie es bei den Bewässerungscomputern von Gardena außerdem üblich ist, haben wir hier das Feature, dass wir das komplette Frontpanel bzw. die Bedieneinheit hier problemlos abnehmen können. Genau dies bringt uns natürlich den glasklaren Vorteil, dass auch solange der eigentliche Bewässerungscomputer hier noch am Hahn montiert ist, wir problemlos die Zeiten umprogrammieren können, ohne dass wir uns hier zum Hahn runterbücken müssen. Und genau dieses Feature gibt es ja eigentlich auch bei den anderen Bewässerungscomputern. Damit also nun zum eigentlichen Bedienpanel. Ihr seht, hier ist noch eine Folie drauf. Also der Bewässerungscomputer ist auf jeden Fall noch nicht an, denn hier fehlt entsprechend noch die Batterie. Nach dem Einlegen der Batterie des Bewässerungscomputers sind wir also hier nun direkt im Menü gelandet und müssen diesen zuallererst einmal grundlegend konfigurieren. Zuallererst sehen wir dabei hier oben links die Uhrzeit. Aktuell blinken die Stunden mit 00 und durch Drehen des Reglers können wir hier also die aktuellen Stunden einstellen. Sobald die richtigen vollen Stunden dann eingestellt sind, einmal hier unten den Regler betätigen und wir landen automatisch bei den Minuten.
Nachdem ihr dann die Minuten eingestellt habt, fragt der Bewässerungscomputer nach dem Wochentag. Auch hier mittels Drehregler nach rechts oder links den Wochentag einstellen. Danach erkennbar, der Bewässerungscomputer will direkt Informationen zum ersten Programm. Zu erwähnen, insgesamt können wir hier drei unterschiedliche Programme einstellen. Dessen Programmierung ist im Grunde genauso simpel wie zuvor. Ich würde sagen, diese gehen wir nun einmal ganz kurz durch. Zuallererst wird dabei abgefragt, wann soll denn das Programm Nummer 1 mit der Bewässerung beginnen. Dazu hier wieder die Stunden einstellen, zum Beispiel diesmal hier 9 Uhr im 24-Stunden-Format, wohlgemerkt. Einmal betätigen und anschließend hier die Minuten, sagen wir 9.15 Uhr und wieder einmal betätigen. Als nächstes werden wir gefragt, wie lange soll denn der Bewässerungscomputer hier laufen? Auch hier diesmal gekennzeichnet mit Stunden und Minuten. Also hier wieder kurz angeben. An dieser Stelle außerdem zu erwähnen, pro Programm sind hier maximal 7 Stunden und 59 Minuten möglich. Mehr ist also hier nicht drin. Denke ich mal, da wird mein Rasen bestimmt im Endeffekt dann noch vertrocknen. Quatsch beiseite, also je nachdem, was ihr hier für eine Fläche habt, solltet ihr die Bewässerungszeit natürlich anpassen. Ich habe bei 7 Stunden schon einmal versehentlich auf Weiter gedrückt und wir landen anschließend hier bei den Wochentagen. Nun müssen wir offensichtlich nur noch die Tage einstellen, an denen der Bewässerungscomputer wirklich unser Programm durchführen soll. Dies ist ebenfalls sehr, sehr simpel. Ihr seht, der Cursor blinkt aktuell unter Samstag. Und wenn ich hier einmal an diesem Rädchen drehe, seht ihr, der Samstag ist nun nicht mehr ausgegraut. Bedeutet, an diesem Tag wird nicht mehr bewässert. Genau so gehe ich entsprechend alle Tage durch und sage dem Bewässerungscomputer, wann er hier mein Programm durchführen soll und wann nicht. Und last but not least fragt er nun, ob er unser gerade hergerichtetes Programm aktivieren soll oder nicht. Dazu auch hier wieder mit dem Rädchen zwischen On und Off wechseln, beziehungsweise dann durchdrücken, bestätigen. Und ihr seht nun, es blinkt nichts mehr, bedeutet, er hat nun unser Programm 1 aktiviert. Das Programm startet um 9.15 Uhr, dauert insgesamt 7 Stunden am Montag, Dienstag und Freitag. Ihr seht also, die eigentliche Programmierung ist wirklich sehr, sehr simpel, aber genauso gut ist es auch möglich, dass ich hier mehrere Programme herrichte. Genau dafür das Rädchen also einmal nach rechts drehen und ihr seht P2 bzw. P3 blinken. Hier müsste ich das Prozedere also genau noch einmal so durchführen. Im eingestellten Zustand ist hier auf dem Display also nun das Wichtigste erkennbar, beziehungsweise hier oben dann auch noch der Akkustand. Ich muss aber sagen, im Großen und Ganzen ist die Schrift hier doch schon ziemlich klein. Nichtsdestotrotz, allzu oft wird man ja hier den Bewässerungscomputer nicht umstellen, deswegen sollte das kein Problem sein. Ansonsten gibt es hier vorne nicht mehr unbedingt viel zu sehen. Wir haben hier oben lediglich noch einen weiteren Knopf, und zwar für die direkte Bewässerung unabhängig vom Zeitplan. Einmal hier oben drauf gedrückt, hört man ein kleines Klicken und der Bewässerungscomputer fragt anschließend, wie lange soll ich denn hier einmalig bewässern? Bedeutet also, hier läuft nun ein Timer runter von aktuell 39 Minuten und dies ist auch erkennbar hier oben an dem blinkenden Wassersymbol. Und nach den 39 Minuten, aktuell sind es nur noch 38, macht der Bewässerungscomputer dann automatisch wieder den Wasserhahn dicht, beziehungsweise kann ich natürlich auch hier oben durch den Knopf manuell das Wasser wieder abdrehen. Ihr seht also wirklich sehr, sehr simpel und mehr gibt es hier auch an dem Bewässerungscomputer nicht einzustellen. Obwohl, eine Sache gibt es noch, dies ist nämlich erkennbar, wenn ich hier einmal das Bedienpult abnehme. Und zwar geht es hier um den Bodenfeuchtesensor. Standardgemäß befindet sich hier drüber natürlich ein Gummistöpsel, damit entsprechend kein Wasser oder Schmutz in den Bewässerungscomputer gelangen kann. Durch das optionale Modul, also den Bodenfeuchtesensor, der übrigens auch nicht unbedingt günstig ist, kann der Bewässerungscomputer also nun prüfen, ist der Boden denn schon feucht? Wenn ja, dann brauche ich natürlich nicht bewässern, denn dies wäre ja Wasserverschwendung. Ich persönlich besitze hier keinerlei dieser Bodenfeuchtesensoren, denn es geht auf jeden Fall auch problemlos ohne. Soweit so gut von diesem Bewässerungscomputer in der Theorie. Würde ich sagen, montiere ich diesen nun einmal am Wasserhahn und schauen wir uns das Teil dann noch einmal ganz kurz in der Praxis an. Und damit schauen wir uns noch einmal ganz kurz den kleinen Gardena Select hier in der Praxis an. Wie gesagt, die Installation ist wirklich sehr, sehr einfach. In meinem Fall habe ich also hier direkt einen 1 Zoll Wasserhahn, bedeutet der mitgelieferte Adapter ist hier nicht nötig. Und wir schrauben nun einfach den Bewässerungscomputer hier auf den Wasserhahn und damit ist dieser auch schon einsatzbereit.
Und außerdem, wie zu erkennen, der Bewässerungscomputer ist schon fleißig am Arbeiten. Und zwar haben wir eingestellt 7 Stunden ab 9 Uhr, also hier sind noch insgesamt 5-6 Stunden Bewässerung übrig. Bedeutet, ich werde den Timer hier nun noch einmal kurz deaktivieren, damit wir den Bewässerungscomputer nun testen können. Und wie zu erkennen, habe ich nun einmal hier die automatische Bewässerung deaktiviert und unbedingt viel gibt es natürlich bei einem Bewässerungscomputer nicht zu testen. Deswegen würde ich sagen, beziehen wir uns einmal hier auf die manuelle Bewässerung. Deswegen Schlauch ran und los geht's. Zu den beiden verfügbaren Knöpfen muss ich außerdem sagen, diese haben meines Erachtens nach einen relativ guten Druckpunkt. Also sowohl hier der Drehregler als auch der Button für die manuelle Bewässerung. Und wenn ich dann nun einmal hier den Knopf betätige, sieht man direkt, dass der Bewässerungscomputer durchschaltet, das Ventil öffnet. Also genau das, was er eigentlich machen soll. Und dabei ist der Bewässerungscomputer auf jeden Fall sehr, sehr schnell, beziehungsweise auch das Klickgeräusch ist kaum hörbar. Was ebenfalls noch erwähnt werden sollte, dieser Bewässerungscomputer kann problemlos mit einem Eingangsdruck von 0,5 bis 12 bar umgehen, stellt also in diesem Sinne kein Problem dar. Und ganz wichtig, der Bewässerungscomputer selbst ist nicht frostsicher, bedeutet, sobald es kalt wird, das Teil auf jeden Fall abschrauben, Wasser raus und in den Schrank legen, ansonsten geht er euch hier mit Sicherheit kaputt. Und damit war es das eigentlich auch schon im Großen und Ganzen, also ein wirklich schön kompakter und preisgünstiger Bewässerungscomputer hier von Gardena. Meine Empfehlung gibt es auf jeden Fall für alle diejenigen, die hier nur einen Schlauch anschließen wollen. Ansonsten schaut euch gerne mal das Video zum Multicontrol Duo an. Ansonsten die aktuellsten Preise findest du natürlich wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deine Unterstützung und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss!